komme noch zu einem Punkt, der mir noch wichtig ist. Das ist die Haushaltspolitik. Ich gehöre noch einer sehr jungen Generation an und möchte auch noch in 20 Jahren oder 30 Jahren, dass wir Politik handlungsfähig sind und dass wir das gestalten können. Und wenn ich mir nun anschaue, was diese Bundesregierung gemacht hat mit ihrem höchsten Schuldenstand, den es jemals gab, also der Neuverschuldung mit 100 Milliarden, und wenn man dann nochmal an das Wachstumsbeschleunigungsgesetz denkt, dann wird klar, was von der Idiotie sozusagen diese Bundesregierung anhängt. Denn 1% Wachstum in Deutschland würden 10 Milliarden Steuereinnahmen bringen. Wenn ich aber 100 Milliarden Neuverschuldung habe, ohne die Neuverschuldung der Länder und der Kommunen, dann wird klar, dass ich weit über 10% Wachstum bräuchte, um allein diesen Neuverschuldungsberg abzubauen. Und ich glaube, dass da drin sozusagen schon mal die Krux ist, diese Wette auf sozusagen auf Verschuldung, diese Wette auf Wachstum funktioniert nicht. Und wir werden niemals, wir hatten auch niemals über 10% Wachstum in Deutschland. Und deswegen glaube ich, dass wir hier auf einem völligen Holzweg und diese Politik in den Schuldenrausch, in dem sich diese schwarz-gelbe Regierung im Land und auch im Bund befindet, sind sozusagen im Kern eigentlich die Aufkündigung des Generationenvertrages und wir Grünen werden das nicht hinnehmen. Markus hat ja jetzt gesagt, dass er nicht weiß, wie er sozusagen von diesem Schuldenberg runterkommen will. Er weiß auch noch nicht, wo er einsparen will und er wird es auf gar keinen Fall vor der Landtagswahl sagen. Und ich glaube, dass das nicht geht. Markus muss endlich sagen, wo er das Geld herholen will und wie er von diesem Schuldenberg runterkommen will. Alles andere ist unredlich und da sollte er sich sozusagen mal in der eigenen Nase fassen. Zum letzten Punkt, der auch noch wichtig ist und der uns gerade auch in der Landeshauptstadt Stuttgart stark bewegt, das ist nämlich diese große Koalition, die es da gibt aus FDP, CDU und auf der anderen Seite SPD, die in einem sozusagen politischen Geisterfahrt befinden, nicht Richtung Stuttgart 21 und nicht zu einer nachhaltigen Verkehrspolitik. Und diese inszenierte Spatenstich, wer den miterlebt hat, hat gemerkt, was für eine riesige Machtdemonstration es war. Und es ist eine Machtdemonstration zugunsten eines Projekts, das im Kern ein Kannibale ist, für andere sinnvolle Verkehrsprojekte im Land, wie zum Beispiel den Ausbau der Rheintalbahn, der Goldbahn und andere Projekte. Und wer sieht, wie sozusagen Drexler versucht, mit seiner Propaganda dieses irrsinnige, wahnsinnige Projekt schön zu reden, dem ist klar, dass Stuttgart 21 weder den Menschen im Land dient, noch ein vernünftiges Verkehrsprojekt ist. Im Gegenteil, es ist einfach nur Geld verbrennen in einem Loch, das in Stuttgart gebuddelt wird. Und wir Grünen werden es auch weiterhin versuchen zu verhindern. Und es ist auch noch zu verhindern. Und das werden wir in den nächsten Monaten versuchen. Fazit, ich glaube, Schwarz-Gelb ist im Land wie im Bund planlos und auch auf einem völligen Holzweg. Und es braucht aber neue Wege in Baden-Württemberg und Deutschland. Und ich glaube, dass diese Wege nur mit uns Grünen beschritten werden können. Denn wir haben Konzepte, Ideen und Visionen, um diese Wege und diese Zukunft zu gestalten. Ein Neustart wird es eben nur mit uns Grünen geben. Und in dem Sinne freue ich mich auf die Auseinandersetzung bis zur Landtagswahl 2011. Und ich bin mir sicher, wir Grüne werden gemeinsam mit vielen Menschen im Land 2011 neue Wege in Baden-Württemberg beschreiten. Danke.